Sie lösen Blockaden, renken ein und manchmal wird es ziemlich laut. Kaum ein medizinischer Beruf spaltet die Meinungen so sehr wie der des Chiropraktikers. Alles nur Show, Geldmacherei und sogar gefährlich? Oder steckt da doch mehr dahinter? Das wollen wir vom Chiropraktiker Adnan Gülec wissen. Unser Reporter Mette fragt ziemlich direkt nach. Bist du vielleicht einfach nur so ein schlechterer Physiotherapeut? Na, wenn er ihm das bei seiner Behandlung nicht zurückzahlt. Du wolltest es so. Die Praxis von Adnan Gülec befindet sich in Renningen. Das ist eine Kleinstadt in der Nähe von Stuttgart. In diesen Räumlichkeiten ist er zum Drehzeitpunkt gerade mal 2 Wochen. Unser Reporter Mette verliert keine Zeit und möchte gleich Zahlen hören. Wie viel kostet denn eine Therapiestunde bei dir? Nach Galileo 600 Euro, vor Galileo der Spaß. 200 Euro kostet die Behandlung bei mir. Geht circa eine Stunde mit allem drum und dran. Am Tag behandelt Adnan im Schnitt 10 bis 12 Patienten. Florian reist dafür extra 2 Stunden an. Er hat Nackenprobleme. Bei Adnan gibt es zuerst immer ein Vorgespräch. Dabei schaut er den Körper seiner Patienten an. Also hier, da ist viel zu viel Spannung drauf. Spürt man schon. Das ist der 5. Halswirbel, definitiv hier blockiert. Thema Floh nach rechts den Kopf. Nach links. Oh, links ist auch Katastrophe. Okay, setz dich mal. Legen wir los. Auf einen Termin muss man circa ein halbes Jahr warten, denn Adnan ist einer der bekanntesten Chiropraktiker Deutschlands. Auf Social Media lädt er Videos von seinen Sitzungen hoch. Mit diesen erreicht er ein Millionenpublikum. Adnan behandelt auch viele Profisportler und Prominente. Mit denen wirbt er ganz offen in seiner Praxis und auch online. Die Reichweite dann natürlich auf Instagram, TikTok ist dann relativ höher, wenn ich mit Profisportler oder Promis Videos drehe, klar. Diese Videos locken auch Patienten zu ihm in die Praxis, so wie Florian. Wieso bist du jetzt genau beim Adnan, beim Chiropraktiker und nicht irgendwie bei einem anderen Arzt? Ja, tatsächlich, ich bin aufmerksam geworden in Social Media auf ihn und finde die Videos halt ziemlich cool gemacht. Und ich muss auch sagen, nach dem letzten Jahr tat es mir auch gut und da komme ich gern wieder her. Bei Adnan gibt es keinen festen Therapieplan. Es kommt immer auf die persönlichen Umstände an, ob man viel im Büro sitzt oder Sport treibt. Manche kommen phasenweise mehrmals die Woche, andere erst nach Jahren wieder. Wieder andere variieren es. Florian war zuletzt vor einem Jahr bei Adnan. Er ist nun fertig und ziemlich zufrieden. Man fühlt sich tatsächlich wie neugeboren. Wahnsinn. Keine Blockaden, es ist alles frei. Ja, erst mal durchschnaufen und sammeln. Doch nicht jeder glaubt an die Heilungskraft von Chiropraktikern. Außerdem ist die Wirksamkeit in der Wissenschaft umstritten. Oft ist vom Placebo-Effekt die Rede. Der bedeutet, ein Medikament oder eine Therapie ohne nachgewiesene Wirkung regt trotzdem die Selbstheilung des Körpers an. Mette stellt Adnan folgende Frage. Das ist jetzt mal ganz böse gefragt. Sagen ja oft viele Leute, bist du vielleicht einfach nur so ein schlechterer Physiotherapeut? Wir sind ja nicht die gleiche Person. Auch die Ausbildung ist ja auch ganz was anderes, von Chiropraktikern zum Physio. Und ich weiß nicht, ob ich jetzt schlechter bin oder besser bin, das ist jedem das Seine. Aber ein Physiotherapeut macht seine Aufgabe, tut auch Menschen helfen. Ich bin als Chiropraktiker, helfe auch Menschen. Eigentlich machen wir das Gleiche sozusagen. Wir helfen Menschen. Im Gegensatz zur Chirotherapie ist die Physiotherapie eine reguläre kassenärztliche Leistung. Physiotherapeutinnen und Therapeuten helfen in der Regel nach Verletzungen oder Unfällen. Sie unterstützen bei der Genesung und stellen die Belastungs- und Bewegungsfähigkeit des Körpers wieder her, unter anderem mit Massagen und gezielten Übungen. Als Chiropraktiker wendet Adnan sogenannte Manipulationen an. Er renkt mit geübten und vorsichtigen Handgriffen Bereiche des Beckens und der Wirbelsäule wieder ein. Das Ziel: Lösen von Blockaden und die Behandlung von Verspannungen, Rücken- und Gelenkproblemen. Adnan hat mit Boris einen eigenen Physiotherapeuten angestellt. Er hilft ihm nicht nur bei seinen Behandlungen, sondern unterstützt auch mit physiotherapeutischen Ansätzen. Außerdem lernt Boris von ihm. Er will auch Chiropraktiker werden. Was Adnan sehr klar sagt, es reicht nicht, sich einfach nur von ihm einrenken zu lassen. Sportliche Übungen machen, Bewegung drin, es heißt ja auch Bewegungsapparat, gell?
Heißt ja Bewegungsapparat, der muss in Bewegung bleiben. Bewegung. Also man muss dann, es reicht nicht einfach nur hierher zu gehen, sondern man muss auch weiterhin privat was klar, machen. Klar. Immer Bewegung. Was auf jeden Fall gewöhnungsbedürftig ist, die Handgriffe. Dass es dabei auch mal knackt, ist aber kein schlechtes Zeichen. Die aktuelle Theorie, beim Langziehen der Gelenke entstehen kleine Gasbläschen in der Gelenkschmiere. Diese platzen. So kommt es zu den Knackgeräuschen. Mette ist noch nicht wirklich überzeugt. Also ich kann mir immer noch nicht vorstellen, dass es wirklich so gut tun soll mit dem ganzen Knacksen. Und ganz besonders das am Hals gerade eben. Anders als ein typischer Arzt ist Adnan immer am Rumalbern. Zumindest wirkt das so. Machst du heimlich Yoga zu Hause drin? Ja. Immer wenn die Frau schläft, macht die chinesische Musik an und so. Dann macht er Yoga. Ach. Bist du mehr Entertainer, Handwerker oder doch Mediziner? Mediziner bin ich auf jeden Fall, klar, als Heilpraktiker. Und dieses Entertainer, das mache ich wirklich, damit ich die Ängste wegkriege von den Patienten. Also viele haben wirklich Angst vorm Einrenken. Und die denken, man stirbt gleich. Ich würde jetzt zum Beispiel auch nicht jeden einrenken, wie Patienten, die Osteoporose haben, ja, Knochenschwund. Adnan nimmt uns mit zum Mittagessen. Und da erkennt ihn unsere Bedienung. Sie nutzt die Chance und will sich einrenken lassen. Sie hat nämlich Nackenverspannungen. Ja, dann würde ich mal sagen, wir entblockieren dich mal, oder? Mhm. Okay. Gehst du mal dann zum Sitzplatz? Hier vorne. Du hast richtig Schiss, oder? Ja, ich habe sehr Schiss. Du brauchst keine Angst haben. Heute hatte ich noch keinen Genickbruch gehabt. Okay, ganz entspannt lassen. Kopf fallen lassen, Augen zu. Ganz locker. Es wird nur knacksen, es tut nicht weh. Lock, lock, lock. Stopp. Stabil. Hab weh getan? Nein. Nicht, gell? Aber du hast Aua gesagt. Ich hab mich erschrocken. Ja, normal. Jetzt muss ich selber so einen guten Stand finden, nicht, dass ich einen Hexenschuss kriege oder Bandscheibenvorfall. Tief einatmen bitte. Und aus. Boah, ja. Hast du das gehört? Ja. Geil. Lass mich mal los, bitte. Ah, sorry. Stabil, guck mal, wie weit und wie weich. Guck mal, wow, alles super. Dankeschön. Siehst du, brauchte man doch keine Angst haben. Hat überlebt. Und wie fühlt es sich jetzt an? Richtig locker. Also ich hatte hier die ganze Zeit so Verspannungen. Und jetzt, also es fühlt sich richtig gut an. Kein Foto, sondern einmal einrenken. Das wollen seine Fans. Das passiert in den meisten Restaurants, wo ich da mich aufhalte. Ich gehe ja gerne Restaurant, weil ich habe keine Zeit zum Kochen. Und das passiert sehr, sehr oft. Ja. Und sagst du dann eigentlich immer? Ja, meistens ja, zu 90%. Wenn ich mich gut fühle, ja, auf jeden Fall. So Hilfen, so spontane Hilfen sind immer schön. Und das mag ich dann auch schon. Da Adnans Behandlungen die Kasse nicht übernimmt, muss er seine Patienten immer überzeugen. Positives Kundenfeedback und damit sein Ruf sind für ihn überlebenswichtig. Denn in Deutschland ist die Berufsbezeichnung des Chiropraktikers nicht geschützt. Das führt dazu, dass es unterschiedliche Ausbildungsmodelle gibt, von Wochenendseminaren bis hin zu mehrjährigen Kursen. Eine Folge sind deutliche Qualitätsunterschiede. Adnan nimmt seinen Beruf sehr ernst. Seit 19 Jahren ist er bereits Chiropraktiker und besucht mehrmals im Jahr Fortbildungen. In der Türkei studiert er Sportwissenschaften und in Stuttgart hat er seine zweijährige Heilpraktika-Ausbildung abgeschlossen. Der nächste Schritt, eigene Schulungen anzubieten. Das wird dann hier drin stattfinden. So die Theorie wird dann dort stattfinden und die Praxis dann daneben. Wir sind noch nicht ganz fertig, aber wir sind im Laufenden. Also das ist dann im Endeffekt das, was du dazu beitragen kannst, den Leuten das richtig damit beizubringen. Damit die richtig, ja genau, richtig was Gutes lernen. Weil es hat auch für mich lange gedauert, bis ich jetzt so bin, wie ich jetzt bin. Und meine Techniken, wo auch wenig Risiko ist, dass ich denen das genauso beibringe. Auch bei der Berufsbezeichnung selbst gibt es Unterschiede. Chiropraktiker sind Heilpraktiker, die eine Zusatzausbildung in der Chiropraktik haben. Chirotherapeuten wiederum dürfen sich nur Ärzte mit einer Qualifikation in diesem Bereich nennen. Adnan will, dass die Berufsbezeichnung des Chiropraktikers geschützt wird. Denn durch nicht genügend geschulte Hände sind besonders im Halswirbelbereich schwere Verletzungen möglich. Was Adnan rät, den Lebenslauf der Chiropraktiker genau durchlesen und im Internet nach Erfahrungsberichten suchen. Besonders wichtig, immer zum Arzt gehen und checken, ob man auch körperlich fit genug ist für eine Behandlung, so wie unser Reporter Mette. Also, ich habe jetzt zwar schon einige Leute gesehen, die das machen,
Aber ich muss ganz ehrlich sein, so ein bisschen Bammel habe ich leider immer noch. Also schauen wir mal, ob ich danach noch gehen kann. Zuerst kommt Mette für etwa 40 Minuten auf eine spezielle Massagetherapie-Liege. Sie wärmt seinen gesamten Körper auf und dehnt ihn leicht vor. Genug entspannt, jetzt geht es ans Eingemachte. Soll ich ein Gebet vorher geben oder geht das auch ohne? Ich hab dich jetzt schon den ganzen Tag vor. Hast du gehört? Ja, das ist okay, dann lassen wir das für uns. Okay, machst du die Augen zu, bitte? Kleine Warnung, gleich wird's knackig. Stark. Hui. Heigelei. Stark, stark, stark. Sehr gut. Cool. Wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt kein Vertrauen wirklich auf deine Fähigkeiten gehabt hätte, was hättest du da dann? Ich versuch's trotzdem. Mhm. Ich spür's ja. Mhm. Ich spür's ja. Und wenn ich spüre, das geht nicht, dann mach ich's nicht. Aber im meisten Fall geht's schon. Also hast du auch schon mal Leute, die hier saßen, bei denen es gesundheitlich gehen würde, gesagt gehabt, nee, sorry, kann ich nicht machen, du lässt dich nicht drauf ein. Ja, wenn sie sich nicht drauf einlassen, ja, habe ich schon öfters gehabt. Ja. Okay. Ja, aber das geht. Das geht im Normalfall auch jeder, wenn er Angst hat, geht's trotzdem. Aber wenn er gegendrückt, dann geht's nicht, dann lasse ich's. Okay. Aber ist nicht so oft der Fall. Das hat auf jeden Fall schon, ich merke es. Warte, guck mal, wie weit du jetzt rüberkommst. Ja. Und da gesagt, schon cool. Ja. Machen wir weiter? Ja, gerne. Leg dich auf den Rücken, bitte. Ganz entspannt. Was passiert jetzt? Wir lehnen die gesamte Wirbelsäule kurz mal so 1-2 Zentimeter. Okay. Dann bist du vielleicht noch länger. Oh, das wäre gut. Ich bin ja Basketballverein. So. Dann kannst du dunking danach. Ganz entspannt. Das macht die Augen zu. Oh Gott! Es ging bis zum Hintern runter. Oh, sogar ich hab's gehört. Hast du es auch gespürt? Ja, ich hab's gespürt und gehört. Also es kribbelt richtig, bis ganz nach unten jetzt. Ich spüre nichts mehr. Nein, nein, doch, ich spüre alles. Krankenwagen, schnell, der ist tot, du gleich! Also ganz im Ernst, man sieht das ja zu Hause immer auf solchen Videos und denkt sich so, nee, das kann nicht gut tun. Oder wenn man es halt auf Social Media gesehen hat. Aber jetzt, nachdem ich es gerade das erste Mal gemacht habe in meinem Leben, es knackst, es ist kurzzeitig unangenehm, aber jetzt im Nachhinein, das ist so entspannt alles, was du gerade machst. Ja. Also wirklich, boah. Die Massagepistolen kommen immer am Ende zum Einsatz. Damit regt Adnan im gesamten Körper die Durchblutung an. Bei Mette gibt es sich besonders viel Mühe. Du wolltest es so. Tut sehr gut, gell? Wir müssen mal diese Piepgeräusche machen, wenn er schreit. Wir wollen mal nicht so sein und erlösen Mette. Ich werde das jetzt nicht immer wieder machen müssen. Also gibt es dann auch noch so ein paar Übungen, die du zum Beispiel zeigen könntest, die ich jetzt für meine Wirbelsäule machen kann? Natürlich. Ich habe ja den Physiotherapeuten Boris eingestellt. Boris wird es euch hier zeigen. Boris. Diese Übungen führt Mette am besten morgens nach dem Aufstehen durch. Sie dienen dazu, nach dem Schlafen Verspannungen zu lösen und möglichen Verletzungen im Alltag vorzubeugen. Ein ereignisreicher Tag mit einem faszinierenden Menschen. Auch wenn der Beruf weiterhin umstritten bleibt und kein Allheilmittel ist, Adnan bewirkt etwas bei seinen Patienten.